stehen vor der Firma ABB. Die Geschäftsleitung hat uns am 23.09. mitgeteilt, dass hier der Werk geschlossen wird. Dank Gewerkschaft sind wir jetzt vorbereitet und machen diesen Warnstreik. Morgen ist die nächste Verhandlung mit dem Arbeitgeber. Und wir kämpfen für die Arbeitsplätze an diesem Standort. Das ist schäbig, es ist unehrenhaft und es ist respektlos gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Interessen der Arbeitnehmer, hier für diesen Standort zu kämpfen, sind die Interessen der Stadt. Der Druck darf auf keinen Fall abreißen. Wir haben eine Zukunftsvorstellung für diesen Standort und diese Zukunftsvorstellung, über diese Zukunft wollen wir mit dem Management reden. Wir werden uns weiter mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sowohl gewerkschaftlich als auch betriebspolitisch, werden wir uns gegen diese Entscheidung wehren für eine Mindestpersonalbemessung und für eine langfristige Zukunft unseres Standorts. Zukunft oder Widerstand! Zukunft oder Widerstand! Für die bevorstehende Energiewende sind unsere Produkte, ihre Weiterentwicklung und unsere Kompetenzen auf diesem Gebiet unverzichtbar. Die Geschäftsführung soll endlich einsehen, dass wir qualitativ und gut arbeiten können. Ich stehe hier für den Erhalt meines Arbeitsplatzes. Ich stehe hier, um den Standort zu erhalten. Wir als Azubis haben keinen Bock, auf die Straße gesetzt zu werden und kämpfen gegen die Schließung. Überlegt euch noch mal gut, was ihr hier macht. Das wird nicht die letzte Aktion ansonsten gewesen sein. Morgen bei den Tarifverhandlungen erwarten wir ein zukunftsfähiges Angebot von Hitachi ABB. Sollte es das nicht geben. Arbeitskampf geht auch in Corona-Zeiten, Arbeitskampf geht auch mit Abstand. Setzt euch mit der IG Metall und mit den Mitarbeitern einen Tisch. Denn was diese Belegschaft alles schaffen kann, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gehen Sie